Einen wunderschönen guten Morgen. Ah, das geht besser. Guten Morgen. Aha, seht ihr, seid ihr alle aufgewacht? Da war nämlich jetzt linke Hand dieses Tunnel, was der Gabino gesagt hat. Und da hätte man eigentlich, hat er gemeint, durchfahren sollen. Ich träume nur noch von Kurven da. Ja, alles gut. Vor dem Fahren kommt das Putzen. So ist das immer bei Busfahrer Uli. So, und alles klar? Ja, ich bin soweit fertig. Hast du auch drunter? Ja, ich hab auch drunter. Nee, guck mal, da liegt noch was. Mann, dann nimmst du nachher mit dem feuchten Lappen. Mein Gott, das geht mit dem Teil sowieso nicht. Ulrike und Uli Hellermann betreiben ein kleines Busunternehmen in Waghäusel bei Bruchsal. Gestern Abend ist Uli erst von einer Tour ins Elsass zurückgekommen. Morgen früh um 6 geht's schon auf zur großen Ausfahrt nach Andorra. Nichts Schlimmeres, wenn die ganze Bib drauf hängt. Ja. Geht gar nicht. Wenn ich so bei manchen Fahrern reingucke, dann haben sie noch das Frühstück von den letzten 4 Wochen auf dem Lenkrad drauf hängen. Das ist natürlich. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Das ist unterste Schublade. Da sieht man eigentlich auch gleich, wo der Wind herkommt. Ja. Wenn du den ersten Blick, der Kunde guckt einmal in den Bus rein, guckt vorne drunter und das merkst du gar nicht. Und dann hat er schon seinen Eindruck. Uli ist seit 30 Jahren Busfahrer. Keine Autobahn in Europa, die er nicht kennt. Seine Frau Ulrike macht die Reiseleitung und plant die Touren. Jede Tour ist wichtig, weil jeder, der da mitfährt, hat bezahlt. Jeder, der da mitfährt, erwartet eine Leistung von mir, von meinem Mann, von unserer Firma. Es ist unheimlich schwer zu bestehen. Also man muss wirklich richtig viel kämpfen und sich durchsetzen. Aber unser Motto lautet einfach, wenn der Service gut ist und dann kommen die Leute. Uli und sein Bus. Das ist wie ein Kapitän und sein Kreuzfahrtschiff. Für die 6 Tage Andorra muss alles im Lack sein. Ulrike hatte die Idee mit Andorra. Der Zwergstaat zwischen Frankreich und Spanien wird im Herbst selten von Busunternehmen als Reiseziel angeboten. Andorra ist eher zum Skifahren beliebt. Eine Kulturreise dorthin ist ein Wagnis für das kleine Familienunternehmen. Erstens mal liegt es relativ hoch. Ich weiß nicht, wie mein älteres Publikum damit mit der Höhe dann klarkommt. Dann 1200 Kilometer ist schon ein Stück. Fast immer mit dabei Ulrikes Mutter Elli und Heinz, ihr Lebensgefährte. Die beiden sind schon über 80. Stiefpapa Heinz, ehemaliger Konditor, macht für jede Tour Gebäck als Verpflegung für alle. Was machst du mal? Was nehme ich mit? Ich will Rosinenbrötler. Die Rosinenbrötler haben einen Teig schon gemacht. Das ist okay. Fahren Sie jedes Mal mit, wenn es so eine Busreise gibt? Meistens, ja. Ja, ja. Und er macht es jedes Mal. Auch wenn wir nicht mitfahren, dann macht das auch. Ja. Da gab es immer Butterbrezel. Jetzt gibt es Rosinenbrötchen. Freuen Sie sich auf Andorra? Ah ja, das ist schon schön. Mal sehen, wie es anstrengend wird. Pah, das
seid ja schon da. Meine guten Morgen. Ausgeschlafen. Aufgehört. Es ist fast noch Nacht, als es am nächsten Morgen losgeht. Und hallo. Hat sie dich ketzt heute Morgen schon wieder, hä? Und ich als Letzter wieder. Und du wieder als Letzter. Hallo, guten Morgen. Am Einstiegspunkt im Bruchsaler Stadtteil Büchenau stehen erstmal nur Stammkunden. Man kennt sich von vorherigen Fahrten. Kissen, beinahe hätte ich vergessen, muss ich nochmal zurück. Olga, wie oft sind wir schon dabei? X Jahre schon. 13 Mal hast du gezählt. Wo wir regelmäßig mitfahren. Oder eigentlich ist es ja ein Familienausflug. Ne? Warum? Weil es immer wieder die gleichen Serientäter sind, die mitfahren. Ne? Kommen immer mal wieder neue dazu, aber so die meisten kennt man dann doch irgendwie schon von irgendwelchen vorhergehenden Reisen. Und das macht die ganze Sache so richtig schön harmonisch dann. Ne? Ja, jetzt warte mal. Die Oma hat wieder gebacken, wie blöd, gell? Oha. Also der Heinz. Man braucht sich um nichts kümmern. Es fahren viele ältere Leute mit. Da fällt es nicht auf, wenn ich langsamer laufe. Naja, anders als wenn alles vorne weghetzt. Aber Uli sorgt schon dafür, dass wir ins Schwitzen kommen. Zahnarzt Ralf Sprenger und seine Frau Olga verpassen keine Tour von Uli und Ulrike, egal wohin es geht. Hauptsache, die Hellermanns fahren hin. Wiedersehensfreude bei den Stammkunden. Die neuen Gäste sind für Ulrike besonders wichtig. Guten Morgen. Hallo. Hi, genau. Wir haben schon abgeholt, gell? Fast alle, die mit nach Andorra kommen, wohnen wie die Hellermanns in einem der Dörfer rund um Bruchsal. Hier kennt jeder Uli und Ulrike und ihren Bus. Draußen wird es langsam Tag, drinnen wird's gemütlich. Wer Bus fährt, muss sich um nichts kümmern. Der Urlaub beginnt vor der Haustür. Hans und Elfi Zepp sind zum ersten Mal mit den Hellermanns auf Reisen. Einmal Kaffee, bitte schön, bitte gleich. Hoffentlich süß. Ja, drei Stück reicht, oder? Ja, ich bin aufmerksam geworden mit so einem Wochenblatt. Und ja, da hat mich das angesprochen, jetzt Andorra. Denn normal ist immer so das Gleiche, was halt so angeboten wird. Und da haben wir vor 30 Jahren auch mal, als wir mit dem Auto dort waren, da haben wir gesagt, jetzt machen wir das nochmal, ja. Also sonntags ist eine Katastrophe. Und unter der Woche geht es einigermaßen, aber jetzt heute Morgen ist es natürlich ganz schlimm. Wir haben jetzt so viele Rastplätze angeguckt, aber das ist schlimm. Jetzt fahren wir halt ein Stückchen weiter, vielleicht ist in Frankreich ein bisschen besser. Und dann wird es auch mit dem Wetter anders. Also so. Uli sucht dringend einen Rastplatz. Die Leute haben Hunger und er muss die vorgeschriebenen Lenkzeiten einhalten. Fragt euch wieder, ja? Ja, aber das ist Ausnahme jetzt. Ausnahme? Okay. Egal, ich hab deine Gummibärle. Aber Mois, ich komm gut schon mal. Moment, muss ich abschneiden. Edgar Sickinger fährt seit 5 Jahren mit den Hellermanns, diesmal jedoch zum ersten Mal alleine. Seine Frau Rosi ist im vergangenen Jahr gestorben. So, jetzt sind wir definitiv in Frankreich. Jetzt haben wir auch die Barrikaden hinter uns. Franzosen sind ja ein bisschen anders als wir drüben. Jetzt sind wir drin. Es ist halt nicht so billig, ne? In Frankreich kostet halt 2 Kugel Eis. 11 Euro für Lucia damals. Im Bus kommen die Erinnerungen. Ulrike weiß, dass es dem Witwer viel Mut gekostet hat, wieder mitzukommen. Ah, da war Rosi auch dabei. Da war Rosi auch dabei, ja, schon richtig. Ja. Wie geht's dir? Ja, so geht's. Und wie geht's dir? Fühlst du dich soweit wohl bei uns? Ja, auch ja, ohne sie. Du sitzt ja jetzt auf ihrem Platz. Ja, jetzt bitte für ihren Platz. Ja. Das haben wir nicht streitig machen können. Wir stehen ja echt kreuz und quer hier. Schatz, ich hab recht. Auch in Frankreich sind alle Plätze voll mit Lkw. Wo ist das Problem? Hey, ich will da vorne reinfahren, weil hier steht ja auch alles voll.
Wille frei. Dann versuchen wir. Sonntag halt, ne? Ach, schlimm. Irgendwo müssen wir jetzt ein Plätzchen finden. Es ist wirklich schlimm. Hätte ich nicht gedacht, dass es so übel wird, ja. Jetzt müssen wir halt noch ein bisschen warten. Ich hab's ein bisschen. Aber es hat schon mal jetzt aufgehört zu regnen. Es ist zwar noch ein bisschen dunkel. Verzehre vom Speck. Stammgäste wissen, das Warten lohnt sich. Also einmal Pipi-Pause bitte. Oh, erstmal die Füße sortieren. Wo kommt was hin? Es passt. Weiter geht's. Hast du die frisch gebiedelt? Ja. Klasse. Jetzt kann man vorstellen. Damit die Leute noch ein bisschen lustiger werden. So, was nehme ich? Mit ganz vielen Muslimen. Boah, die sind lecker. Da habt ihr alle. Ja. Also, herzlich willkommen auf eine super Reise. Am Abend sind sie in Avignon. Eine Nacht Zwischenstopp, bevor es morgen nach Andorra weitergeht. Das Hotel liegt direkt neben der Autobahn. Ihr könnt erst in Ruhe hochgehen, alles auspacken, also alles abgeben. Und dann kommt der Rinder dahin, das ist das Restaurant. Okay? Bis später. 204? Nee, dann, nee, das ist falsche Richtung. Aufzug ist dahin. Im Labyrinth der Hotelflure. Ralf und Olga Sprenger wollen sich nach 9 Stunden Busfahrt eigentlich nur noch lang machen. Die Richtung geht noch. Und ein Doppelzimmer. Hoffentlich sind die Zimmer nicht so schmal wie der Flur. Oh ja, da passe ich rauf. Sportlich, ja. Aber ein bisschen schmal. Und zum Glück haben wir die Koffer im Bus gelassen, sonst wäre es jetzt ein Problem. Es ist ja nur für eine Nacht. Ja, passt, ne? Uli ist wie immer der Letzte, der von Bord geht. Morgen früh muss sein Bus wieder tipptopp sein. Vorher geht er nicht ins Bett. Auf einer Busreise gilt, der Weg ist das Ziel. Die mittelalterliche Stadt Carcassonne liegt genau auf der Route nach Andorra. Da steigt man zum Knipsen natürlich auch aus. Genau, hier, Sie sehen auch sehr gut diese Brücke. Die historischen Gassen von Carcassonne, für manche ein Rundgang voller Erinnerungen. Fotomotive, wohin man schaut. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich noch mal hier sitze. Ja, war schön, ja. Doch. Noch schnell ein paar Bilder fürs Familienalbum. Dann müssen sie schon weiter. Der Bus wartet. Die letzten 400 Kilometer der spanischen Sonne entgegen. Nach ein paar Stunden liegen die Pyrenäen vor ihnen. Aber ich will ja nach Schmuck. Ich brauche ein paar schöne Ohrringe. Die sind jetzt einmal ausgedient für eine Weile. Genau. Elke und Helga machen schon Pläne für morgen. Shoppen auf dem katalanischen Markt in Seu d'Urgell. Wir haben jetzt 2 Stunden Zeit. Ja, das wird sowieso nicht lange. Das gibt den Stress.
Ein Einkaufsstress. Aber wir müssen ja nicht auf die Kilo aufpassen, wie wenn, ja, man, wenn man mit dem Flugzeug fährt. Das ist halt das ist doch gut. Ja. So können wir mal einladen. Können wir mal einkaufen. Wir müssen es nur schleppen. Zwischendrin einen Kaffee vielleicht? Ja, das sowieso. Das ist ja ein Muss. Nach der Grenze geht es nur noch nach oben. Die Landschaft wird rauer, die Straßen in Andorra immer steiler, immer enger. Das ist jetzt schon volle Konzentration. Ja, da musst du schon genau gucken. Also. Weil da kann hinter jeder Kurve kann einer rumgeschossen kommen und dann stehst du drin. Und musst du aufpassen, dass du mit der rechten Seite nicht irgendwo hängen bleibst. Also da muss man schon gucken. Ich fahre dann lieber etwas ruhiger und langsamer. Und ich hoffe, ihr seid noch alle gut drauf. Es geht euch allen gut. Ja. Ja? Okay, es hat eben mal gepoltert. Ist mir keiner vom Stuhl gefallen? Nein? Sitzen alle noch, ja? Ja. Ihr seid mir aber ein bisschen arg still. Ja. Sind doch alle angeschnallt. Solange sie sich entspannt unterhalten, ist die Welt in Ordnung. Wenn sie nichts mehr sagen, dann ist blöd. Ja. Sei mal ein bisschen spannend, wenn du solche Strecken fährst und du weißt nie, wie die Leute hinten reagieren. Ne? Du kannst ja nicht ins Gesicht gucken, weil du kannst zwar da oben in so einer, aber da siehst du ja sowieso nicht viel. Nach 2 Tagen und 1200 Kilometern sind sie endlich am Ziel. Im Abendlicht wartet das 5-Sterne-Hotel. Das sieht schon toll aus. Alles klar? Ja. Jo. Da kann man es aushalten. Das ist viel, viel besser. Mir ist über 2017. Oh, da fühlt man sich gleich zu Hause. Doch ausruhen ist nicht. Schon am nächsten Morgen sind sie wieder auf Achse. Ulrike hat einen strammen Besichtigungsplan. So, habt ihr alles? Ja, was da drauf? Mitten rein in die Geschichte Andorras. Die Kathedrale Santa Maria in Seu d'Urgell. Sie haben jetzt 2 Möglichkeiten. Wir treffen uns um 12 Uhr am Bus. Das heißt, nicht hier, nicht da, nicht am Platz. Ja, natürlich. Ja, wollen wir noch einkaufen? Ja, ja, noch ein bisschen. Also, dann geht er nicht mit in den Dom. Nein. Ihr seid was? Dann gibt er schon Geld aus. Ja, das ist egal. Und jetzt sind wir da. Und traditionelle Märkte sind ja auch ein Stück andorranische Kultur. Ich muss schon ein bisschen. Das katalanische Kloster, Kirchenmauern über 1000 Jahre alt. Ein Touristen-Hotspot, aber auch ein Ort der Einkehr. Edgars verstorbene Frau hat solche Kirchen geliebt. Viele haben sie auf ihren Reisen zusammen besucht. Eine Kerze für seine Rosi. Ist schon schwer, klar, natürlich. Die Gruppe hilft Ihnen? Ja, weil ich halt auch viele kenne, ne, wo dabei sind. Und dann. Es wird immer etwas besser. Ich
Ja, und die? Ah, die wird auch nicht schlecht. Kommt, gib mir mal jetzt, wie das wieder auskommt. Nein, Mann. Brauchst du eine Legging, hast du gesagt, oder? Ja, ich will auch nicht in Schwarz. Ja, das blaut jeder ja gut steht und hat schon auch einige Oberteile. Okay? Oh, schön. Ja? Wunderbar. Schön? Also, ja, lächelt, dann ist okay. Dann passt. Oh, das ist aber sehr schön. Oh, vielen Dank. Ah, das ist aber nett. Toll. Also, guck doch noch. Dankeschön. Also hier die Ohrring, die trage ich schön. Und fast noch besser als shoppen, den anderen die Beute zeigen. Oh, ich hab's aber da probiert, bin gerade drüber geschlupft. So, dann geht's weiter. Also was ganz Simples, aber ich hab halt den Tiger-Look, das ist halt bei den paar Hausstöpfle ganz vor. Aber das hat Zeit, die sind halt auch noch mit. Könnt ihr jetzt mal einsteigen hier? Wie viel habt ihr jetzt strubbelig gemacht da hinten am Stand? Das sagst du mal nicht. Das verrat ich mal nicht. Ja. Arbeiten, wenn andere Urlaub machen. 8 Uhr am nächsten Morgen. Uli checkt seinen Bus durch. Die anderen sitzen noch nicht mal beim Frühstück. Das ist ein 24-Stunden-Job und du hörst auf, wenn die Leute im Bett sind. Und wenn dir nachher noch was einfällt, bist du halt auch da. Aber da ist ja Gott sei Dank meine Frau auch noch da. Das machen wir dann schon zu zweit, dann geht's. Es bleibt wenig Zeit für einen selbst. Sehr wenig. Doch Büro statt Bus, das ist nichts für Uli. Busfahren ist seine Berufung. Je peux avancer en avant? Oui, oui. D'accord, vas-y. Ça sera bien. Oui, vas-y. Bon voyage. Merci. Zum malerischen Bergsee Engolaster führen nur schmale, steinige Pfade. Ulrikes Mutter Elli und ihr Heinz kriegen das gemeinsam hin. Sie sind schon über 80, aber erst seit 12 Jahren ein Paar. Die beiden haben eine ganz besondere Geschichte. Da ist mir einer runterbotzelt. Ich war 18, er 22. Wir hatten in Heidelberg, wir hatten ein großes Binnengeschäft und dann haben wir eine Filiale gehabt. Und hinten dran, hinter der Filiale, war eine Konditorei, die Backstube. Und so fing es eigentlich an. Fenster auf, Fenster zu, wenn mein Vater kam. Ellis evangelischer Vater wollte seine Tochter keinem katholischen Konditor geben. So war das in den 50er Jahren. Eine Weile trafen die beiden sich heimlich, doch als die Familien dahinter kamen, war es aus. Elli und Heinz verloren sich aus den Augen. Beide heirateten, bekamen Kinder. Zwei Leben ohne einander, über 40 Jahre lang. Erst nach dem Tod ihres Mannes fasste Elli den Mut, ihn anzurufen, ihren Heinz, der inzwischen auch Witwer war. Er kam im Auto, hat einen roten Ford gehabt, in die Einfahrt rein, ich habe die Tür aufgemacht. Ich habe erstmal in die Luft holen müssen, mir hatte keine Worte gefunden. Ich habe also einen Käsekuchen gebacken gehabt und einen Kaffee. Mir konnte also vor lauter Zittern konnte man weder Kaffee trinken noch Käsekuchen essen. Das ist der Käsekuchen warm war und der Kaffee kalt. Wir haben da weitergemacht, wo wir vor 50 Jahren aufgehört haben. Der Aussichtspunkt Col de la Botella liegt 2500 Meter hoch. Hier jetzt oben in die Berge reinzufahren, für mich ist es schon Salz an der Suppe. In der Tat. Musik.
Du musst öfters schalten, kuppeln, das Ganze außenrum. Aber man muss auch viel mehr auf die Feinheiten eben gucken. Und wenn du in den kleinen Ortschaften hier drin bist, da wuselt es ja überall. Dann hast du Kreisel, da passt ein Autobus gerade mal so eben drumrum. Steigung ist schon ein Wort. Also, aber das macht ihm ja Spaß. Noch? Ah, da. Das ist halt nur sehr anstrengend, ja, aber weil er sich halt konzentrieren muss. Wird jetzt heute schön zu sein, wenn ich da oben auf dem Berg stehe und gucke dann runter. Traumhaft schön. Ja. Genau. Da wollte sie auch nicht. Also Uli, im nächsten Leben komm mal mit dem Motorrad her. Lebt doch nicht geglaubt. Wir haben normalerweise einen Spritverbrauch, der liegt so bei zwischen 22 und 25 Liter. Hier oben habe ich 85. 85 Liter. Ich kann gleich heute Abend wieder tanken fahren. Wenn wir jetzt zu zweit im PKW wären. Sogar bei einfacheren Strecken würde ich 1000 Tote sterben. Aber im Bus? Herrlich, herrlich. So was habe ich noch nicht gesehen. Wirklich. Diese Aussicht, diese Ruhe, wenn der Bus aus ist jetzt. Ja, die Mutter hat ein paar Vorsicht vorbei. Und jetzt noch ein Kaffee. Wunderbar. Kaffee und Kuchen, hochalpin, über der Baumgrenze. Das gibt's wohl nur bei Uli und Ulrike. Da bleiben wir jetzt. Aber ein gutes Koffer. Und es plätschert ins Leere. Das ist wirklich der Hammer. Wenn ich jetzt da oben drauf gucke, was da alles reinläuft, da drehe ich mich lieber um. Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück! Heute geht's schon wieder heim. Aber erst feiern sie. Edgar wird 77, Geburtstag in Andorra mit vielen Freunden. Ja, alles Gute und dass wir noch viel Geburtstag miteinander feiern dürfen. Also, jetzt ganz herzliche Geburtstagswünsche. Oh, aus Anlass zu deinem Geburtstag möchten wir dir eine Schwarzwälder Torte auf Abruf servieren. Vielen Dank, vielen Dank. Aber da lade ich euch aber nicht ein. Das sage ich euch gleich. Nee. Die essen wir alle. Ja, genau. Die Koffer sind wieder gepackt. Der Bus startklar. Adios, Andorra. Das muss man erst mal verarbeiten. Und wahrscheinlich kriegt man es erst so richtig mit, wenn man zu Hause mal die ganzen Fotos noch mal durchguckt, wo man tatsächlich überall gewesen ist. Und das war sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. 3 Tage Andorra liegen hinter ihnen. Nächstes Jahr wieder. Termin ist schon geblockt. Und 2 Tage Rückfahrt vor ihnen. Aber der Uli, der macht das schon. Pero,